Liebe Bettbockerinnen, liebe Bettbocker, heute ist der 25. Februar 2021 und hier kommt das tägliche Update für die Stadt Bettburg. Die Zahl des Tages ist die 34. Dahinter verbergen sich allerdings 5 Neuinfektionen. Unsere 7-Tages-Inzidenz liegt heute bei einem Wert von 97, ist also leicht gefallen im Verhältnis zu gestern. 7-Tage-Inzidenz bedeutet, dass sich hochgerechnet auf 100.000 Menschen aktuell in der Stadt Bettburg 97 mit dem Coronavirus innerhalb von einer Woche infizieren. Stadt Bettburg hat 25.000 Einwohner, deswegen müssen Sie diesen Wert im Prinzip vierteln, um zu sehen, wie viel sich innerhalb von einer Woche in der Stadt Bettburg mit Covid-19 infiziert haben. Das einfach mal zur Erklärung nach der Debatte gestern unter meinem Post. Heute war ein sehr ereignisreicher Tag. Ich habe heute lange konferiert mit meiner Kollegin in unserer neuen Partnerstadt Pardes Hanakkur, Haga Perry. Und wir haben uns ausgetauscht über unsere zukünftige Städtepartnerschaft, wie wir diese Partnerschaft mit Leben füllen wollen. Natürlich alles irgendwie nach Corona, aber trotzdem wollen wir das Ganze jetzt mal angehen und planen. Und wir haben überlegt, wir beginnen damit, dass wir im Sportbereich zusammenarbeiten. Hier gab es auch schon einen Fußballverein aus Bettburg, der sich gemeldet hat. Das freut mich sehr. Mit denen werden wir jetzt mal sprechen und sehen, wie so eine Kooperation in Zukunft mit Leben gefüllt werden kann. Der Kulturbereich ist sicherlich ein Bereich, der sich anbietet und insbesondere der Schüleraustausch. Da gibt es schon etablierte Verbindungen, insbesondere am Silberberg-Gymnasium nach Israel. Die wollen wir nutzen und die dann eben in Richtung Pardes Hanakkur lenken. Es gab auch einen emotionalen Moment in dem Gespräch mit meiner Kollegin. Israel ist auch relativ hart getroffen von Corona und auch dort gibt es extreme Folgen, nicht nur im Bereich der Todeszahlen, sondern insbesondere auch wirtschaftliche Effekte. Und wir spüren diese Effekte in Deutschland natürlich auch, aber heute, muss ich sagen, hat es mich auch ein bisschen umgehauen. Pardes Hanakkur hat normalerweise 2% Arbeitslosigkeit. Und nach einem Jahr Pandemie und mehreren Lockdowns herrscht dort sage und schreibe 24% Arbeitslosigkeit. Die sozialen Sicherungssysteme dort sind nicht so tiefgreifend, wie das bei uns ist. Und die Menschen fallen quasi ins Bodenlose. Und für die Stadt Pardes Hanakkur ist das im Moment eine wirklich schwierige Zeit. Es ist eine Stadt, in der es sehr viele Künstler auch gibt, sehr viele Freischaffende, die dort leben. Und dort ist natürlich die Kulturbranche genauso hart getroffen, wie das auch bei uns ist. Es gibt kaum Veranstaltungen und diese Menschen fallen regelrecht ins Nichts. Ich hoffe, dass sich das bald ändert und dass wir auch da partnerschaftlich durch diese Zeit kommen. Mittags habe ich dann mit Vizekanzler Olaf Scholz diskutieren können. Er hat mit vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Nordrhein-Westfalen heute gesprochen über starke Kommunen, was es eben braucht und wie die Bundesrepublik dort unterstützen kann. Er hat sich unseren Fragen gestellt. Wir haben auch klar gemacht, dass vieles, was zuerst gut gemeint ist aus Berlin, oftmals unten nicht ankommt. Mir ist da gerade hier in Bettburg und im Rhein-Erft-Kreis eingefallen, die Kosten der Unterkunft. Das ist ein großer Posten in unserem Haushalt, wo uns der Bund eigentlich entlasten wollte. Olaf Scholz eben auch als Bundesfinanzminister uns entlasten wollte. Das Geld ist abgesoffen, muss man so sagen, im Rhein-Erft-Kreis. Dort gab es einen politischen Beschluss und das Geld ist kassiert. Sehr unschön für uns. Das Geld fehlt uns natürlich an anderer Stelle auch, um andere Dinge hier vor Ort regeln zu können. Ist aber jetzt leider so gelaufen und daran ist auch vorerst nicht zu rütteln. Sehr bedauerlich. Heute Abend habe ich dann eine Stunde auf Insta Live in einem Format mit den Users in Bettburg Fragen beantwortet, auch von Ihnen. Herzlichen Dank für diese Fragen. Ich hoffe, ich konnte die allermeisten beantworten. Hier und da werde ich aber auch nochmal nacharbeiten, falls ich dort nicht deutlich genug geworden bin oder noch Fragen übrig geblieben sind. Da sind noch Kommentare oder Fragen, die wir nicht abarbeiten konnten. Das versuchen wir natürlich noch nachzuarbeiten. Der WDR berichtet heute über eine tolle Kooperation der Stadt Bettburg. Wir kooperieren in Zukunft mit Hydroaluminium aus Griffenbruch im Bereich grüner Wasserstoff. Die Stadt Bettburg möchte ja grünen Wasserstoff produzieren. Der Windpark ist dazu sozusagen unser
Erfüllungsgarantie und wir haben dieses Projekt für den Strukturwandel angemeldet. Und Hydro kann diesen grünen Wasserstoff sehr, sehr gut gebrauchen. Die sind heute noch sehr stark abhängig, auch von den Braunkohlekraftwerken und suchen natürlich auch nach Möglichkeiten, CO2 zu reduzieren. Und da geht es dann vor allem um die Fahrzeugflotte in einem ersten Schritt und in einem zweiten Schritt sogar um die Substitution im Bereich der Glühöfen. Also Glühöfen sollen in Zukunft mit Wasserstoff dann befeuert werden, um am Ende auch Aluminium zu recyceln. Und wirklich spannende Ideen, die wir dort gemeinsam und partnerschaftlich bereits jetzt entwickelt haben. Und der WDR hat heute darüber berichtet. Ich werde den Bericht hier unter diesem Post einfach verlinken. Wer möchte, guckt gerne rein und werde auch den dazugehörigen Artikel von WDR Online hier auch nochmal veröffentlichen. Das ist wirklich ein Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und wo ich glaube, dass Bedbock da in Zukunft gut aufgestellt sein kann. Der Gruß des Tages geht heute an unsere Freunde des Obst- und Gartenbauvereins hier in Bedbock. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Jetzt stehen wir vor unserem Rathaus, obwohl es eigentlich gar nicht um das Rathaus geht. Neben mir stehen Frau Schumacher und Herr Ladentin vom Obst- und Gartenbauverein. Und wir haben schon eine längere, fruchtbare Zusammenarbeit, kann man sagen. Und die wird jetzt und ist gerade durch einen Vertrag auf ein neues Level gehoben worden. Es geht, wie gesagt, nicht hier ums Rathaus, sondern es geht um den Schlosspark. Herr Ladentin, was machen wir da? Wir bauen als erstes Projekt im Rahmen der städtischen Sanierung, bauen wir eine Grabelandparzelleneinrichtung. 20 Grabelandparzellen sollen Bedburger Bürgern zur Verfügung stehen. In den Presseberichten können Sie die Möglichkeit wahrnehmen, sich da anzumelden. Es sind 20 Parzellen, eine Größenordnung von ungefähr 100 Quadratmetern, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Dank des Engagements der Stadt konnten wir das alles umsetzen und das sind wir wirklich sehr glücklich, dass wir jetzt auf dem Bedburg die Möglichkeit haben, Gartenland anzubieten. Vor einigen Jahren hatten wir die Idee, unseren Schlosspark aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Und mit Unterstützung des Obst- und Gartenbauvereins haben wir langsam eine Idee entwickelt, was wir dort haben wollen und wie wir ein Stück Geschichte auch in unsere Stadt zurückholen können. Und jetzt geht's los, darauf freue ich mich sehr und möchte Sie auch noch mal ermuntern, wenn Sie Lust haben zu gärtnern, dort zu graben, dann melden Sie sich beim Obst- und Gartenbauverein oder bei uns, wir leiten das gerne weiter und dann sehen wir einfach, wie Bedbock an dieser Stelle vielleicht und hoffentlich aufblüht. Passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre Nachbarn, vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören oder lesen uns morgen wieder. Tschüss.